In iOS 16 hat Apple die Funktion Entwicklermodus hinzugefügt, die für viele Menschen neu ist. Im heutigen Video erkläre ich, was der Entwicklermodus ist und wie man ihn aktiviert. Der Entwicklermodus, der mit iOS 16 und eingeführt wurde, schützt Menschen davor, versehentlich potenziell schädliche Software auf ihren Geräten zu installieren und reduziert die Angriffsmöglichkeiten, die durch reine Entwicklerfunktionen entstehen. Wenn auf deinem iPhone iOS 16 Beta läuft, gehe einfach zu Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit. Scrolle ganz nach unten und tippe auf Entwicklermodus. Öffne es und du wirst unten eine Aufforderung sehen, dein iPhone neu zu starten, um die Funktion zu aktivieren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster, tippen Sie auf Öffnen. Gib deinen Code ein. Dadurch wird der Entwicklermodus aktiviert. Wenn auf dem iPhone jedoch die offizielle Version läuft oder die Option Entwicklermodus nicht angezeigt wird, kannst du es mit Tenorshare iCareFone versuchen, um iCareFone auf deinem Computer herunterzuladen und zu starten. Schließe dein Gerät an den Computer an. Klicke auf dem Hauptbildschirm auf Entwicklermodus und wähle im Pop-up-Fenster Aktivieren. Geh zu Einstellungen und wähle Datenschutz und Sicherheit. Scrolle nach unten und du wirst die Option Entwicklermodus finden. Tippe darauf, schalte es ein, starte dein iPhone neu. Wenn das Handy neu startet, erscheint ein Pop-up-Fenster mit aktiviertem Entwicklermodus, tippe erneut darauf und gib deinen Passcode für das Gerät ein. Auf dem iPhone ist jetzt der Entwicklermodus aktiviert.